Ja, guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern. Entstand hier im Mittelalter Stadion 1:3. Auf dem Podium begrüße ich Gästetrainer Kostas Runjalic und unseren Trainer Thomas Megle. Der Runjalic, bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, ich denke, wir haben heute ein sehr intensives Spiel gesehen. St. Pauli hat sehr gut angefangen, hat uns sehr früh unter Druck gesetzt und kaum Luft zum Atmen gelassen. Wir haben gut dagegen gehalten. Das war auch das Konzept, das wussten wir. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir nicht wach sind, wenn wir nicht konzentriert und fokussiert in jeder Aktion in den ersten Minuten auf dem Platz sind, dann würde das heute auch schief gehen. Insofern, die ersten Viertelstunde haben wir aus meiner Sicht zu viel Standards zugelassen, haben aber wiederum diese Standards sehr konsequent verteidigen können und haben dementsprechend dann aus der einen oder anderen Situation, wo wir dann nach vorne spielen konnten, auch sehr konsequent den Torabschluss gesucht und auch dann die Chancen, die wir hatten, genutzt. Sind dementsprechend verdient in die Halbzeit gegangen, aber es war ein sehr knappes Spiel. Und wir wussten auch, dass Pauli nochmal eine Schippe drauflegen kann und wird. Das haben sie auch getan und wir haben gut dagegen gehalten. Unsere junge Mannschaft hat sich in jeden Fall reingeschmissen. Wir haben es Pauli sehr schwer gemacht, zum Torerfolg zu kommen. Und dementsprechend haben wir dann am Ende auch ganz knapp gewonnen. Auch nach dem Anschlusstreffer sind wir ruhig geblieben und hatten wiederum in der einen entscheidenden Situation einfach die bessere Lösung gehabt, vielleicht ein Stück weit ein bisschen mehr Glück gehabt. Und nach dem 3:1 war es klar, dass wir das Spiel auch gewinnen. Glückwunsch und Gratulation an unser Team, das wirklich sich heute hervorragend präsentiert hat. Wir sind sehr happy und froh, dass wir dieses Spiel, was sicherlich ein Existenzkampf war für die Mannschaft aus Hamburg oder für St. Pauli, dementsprechend muss man diesen Sieg sehr, sehr hoch anrechnen. Vielen Dank. Herr Hundert, vielen Dank für Ihr Statement. Maggie, bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, wir sind gut ins Spiel gekommen, wie es eigentlich oft schon in der Saison der Fall war. Wir haben uns reingebissen, reingekämpft, haben Situationen erzwungen, wo dann noch die klaren Torchancen gefehlt haben und praktisch mit dem ersten Torschuss kriegen wir das Gegentor. Das ist im Moment gerade richtig brutal für uns, dass man mit solchen Themen zu kämpfen hat und praktisch hinterher gleich noch 2:0, zweimal aus leichten Ballverlusten heraus. Das ist auch ein Thema, wo wir schon zusehen müssen, dass wir das abgestellt bekommen. Aber insgesamt, und das ist eigentlich das Entscheidende, wenn ich den Auftritt über 90 Minuten gesehen habe, wie sie sich zurückgebissen haben gegen eine Mannschaft, die schon eine hohe Qualität hat, wie sie sich reingehauen haben, wie sie Torchancen herausgekämpft haben, wie sie immer wieder dagegen angerannt sind und nicht den Kopf nach unten genommen haben, sondern immer weiter gemacht haben, was wir uns auch vorgenommen haben, als Team gemeinsam das zusammen durchstehen. Kann ich nur sagen, dass sie das echt gut gemacht haben und ist praktisch symptomatisch, dass wir in der 85. den Schuss von Buchtmann nicht zum Ausgleich nutzen und im Gegenzug das 3:1 fällt. Ist gerade eine schwere Phase für uns, muss man ganz ehrlich zugeben, aber nichtsdestotrotz haben wir den Jungs gesagt, dass genau so ein Auftreten, wie es heute an den Tag gelegt wurde, dass so ein Auftreten immer sein muss. Dass wir genau so aus dieser Situation herauskommen, dass wir genau die Tabelle als Momentaufnahme für uns nutzen und sagen, Leute, wir sind jetzt dabei, dass wir das annehmen, dass wir das als Team gemeinsam durchstehen. Und nach dem Auftritt heute war vieles dabei, wo ich sage, da kann man aufbauen, da kann man Hoffnung daraus schöpfen. Und dann wird es auch am Ende des Tunnels auch mal wieder ein bisschen Licht geben und dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Dankeschön. Gratulation an Kaiserslautern zu den 3 Punkten und eine gute Heimreise wünsche ich euch. Danke.